Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ATV Eichfeld Murtal Magazins. Auch in dieser Woche erwarten Sie wieder zahlreiche interessante Berichte aus der Region und zudem ein neuer Gastmoderator. Näher am Seher. Für ATV Eichfeld ein Motto, welches seit Jahren gelebt wird. Für die aktuelle Sendung haben wir uns jemanden gesucht, der sich durch die Nähe zu seinen Bürgerinnen und Bürgern auszeichnet. Bekannt durch die diesjährige ATV Eichfeld Sommertour freut es mich nun, an Bürgermeister Magister Gernot Esser zu übergeben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ATV Eichfeld Murtal Magazins. Heute hier aus dem sonnig-herbstlichen Bölz-Oberkurzheim. Wir haben wieder eine Reihe interessanter Beiträge für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Und der Bogen spannt sich dabei von Kultur über Wirtschaft bis hin zu Schönheit und Wohlbefinden. Kultur. Präsentation des Spielberger Kulturprogramms für das Frühjahr 2018. Jubiläum. 70 Jahre Radclub Knittelfeld. Präsentation des Spielberger Kulturprogramms für das Frühjahr 2018. Das Kulturamt Spielberg und Kulturamtsleiter Rudi Weisenbacher haben letzte Woche das Programm für das Frühjahr 2018 im kulturellen Bereich präsentiert. Und wie immer warten viele, viele Highlights auf die Besucherinnen und Besucher. Welche Highlights das konkret sind, erfahren Sie aus dem nun folgenden Beitrag. Kultur ist Spielberg. Spielberg ist Kultur. Vergangene Woche luden die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Spielberg zu einem Pressegespräch. Am Programm die Präsentation des Frühjahrprogrammes 2018. Ob Kabarett, Austropop, Dance Show oder Stars wie Conchita und Andy Lee Lang. Wieder ist es gelungen, ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Grundsätzlich machen wir es ja schon viele Jahre. Da sind Kontakte da, Freundschaften da, die wir schon viele Jahre pflegen, und natürlich schaut man immer wieder, was ist aktuell im Programm, was ist interessant für die Kultur, was ist interessant fürs Publikum, und da blicken wir immer voraus, damit man wirklich da ein bunt gemischtes, gutes Programm noch Spiel bekommt. Und heuer ist es besonders, also nächstes Jahr ist es besonders vielfältig, weil wir echt absolute Superstars da haben, die was grundsätzlich in einem relativ kleinen Haus spielen und die ansonsten nur wirklich auf großen Bühnen oder in großen Hallen spielen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Auch der Kulturreferent freut sich auf die bevorstehende Kultursaison. Ja, das Programm ist einzigartig, großartig, wie du schon sagst. Und ich glaube, wenn man so einen Profi hat wie den Rudi Weisenbacher an seiner Seite, der in der Kulturszene sich ja nicht nur über die bald drei Jahrzehnte, wenn sie dann irgendwann werden, behauptet hat, und mit diesen Kontakten und die ganzen, die alle kommen, die fühlen sich derart wohl bei uns in Spielberg, und ich glaube, das macht es einfach auch aus. Und ich bin sehr stolz drauf und freue mich wirklich auf das nächste Programm. Spielberg, Kultur verbindet Menschen. Kaffeebäckerei Konditorei Wildbacher lädt ein. Die Kaffeebäckerei Konditorei Wildbacher bietet qualitativ hochwertige Produkte und ein breites Sortiment an Bäckerei- und Konditoreierzeugnissen. Das angrenzende Kaffeehaus ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Hier kann man bei einer guten Tasse Kaffee den Stress des Alltags hinter sich lassen und genüsslich entspannen. Ein guter Start in den Tag beginnt in der Bäckerei Konditorei Wildbacher in Vohnsdorf. Die Bäckerei ist bekannt für hohe Qualität und natürlich für die täglich frisch zubereiteten Produkte. Hochwertige Produkte werden verarbeitet, um den Kunden täglich frische Vielfalt anbieten zu können. Das angrenzende Café lädt zum Tratschen und zum Verweilen ein. Die Bäckerei Wildbacher ist ein traditioneller Familienbetrieb. Ja, zuerst einmal möchte ich ATV begrüßen. Es freut mich, dass ihr heute bei uns seid und dass ihr so schöne Bilder von unserem Betrieb gemacht habt. Wir sind ein traditioneller Bäckereibetrieb. Wir sind seit den 1965er Jahren hier. Mein Vater hat diesen Betrieb aufgebaut. Ja, und was soll ich dazu sagen? Bis heute geht dann halbwegs noch gut.
und wir hoffen, dass wir noch viele Kundschaften bei uns begrüßen dürfen. Wir befinden uns jetzt hier im angrenzenden Café. Man sieht, die Gäste fühlen sich wohl. Warum ist das so? Ich glaube, weil ich jeden Tag im Geschäft bin und die Leute kommen und wir jeden Tag ein bisschen diskutieren und tischkarieren. Und ich glaube, ich bin ein bisschen ein Ansprechpartner für alle Gäste. Diskutieren, das wird ja nicht der einzige Grund sein. Man sieht, ihr habt ja eine große Auswahl an Mehlspeisen, Kuchen und viel Gepäck. Die beliebtesten ist Apfelstrudel, Topfenstrudel, natürlich. Die meisten mögen das ohne Rosinen. Das muss man dazu sagen, weil ohne Rosinen, das sind sehr viele. Wir machen die ohne Rosinen. Natürlich auf Bestellung auch mit Rosinen. Dann gibt es die Schwarzwälder Kirsch, Malakoff, Indianerkrapfen, Kardinalschnitte. Und was wir auch noch haben, was niemand hat da, das sind die Zaunerkipferler. Die gehen auch sehr gut, das sind so Nusskipferl, die sind eingerollt mit Nüssen. Die gehen auch ganz gut und gibt es auch nur hauptsächlich bei uns. Natürlich wird das alles gemacht mit natürlicher Schlagrahm und Schlagsahne, nicht aus Buttercreme, sondern wirklich aus guter Qualität. Wird auch von einem Bauern bekommen wir die Schlag geliefert. Und es schmeckt ja jede Mehlspeise anders. Da darf ich jetzt noch dazu sagen, der Indianerkrapfen, das ist unsere große Spezialität. Da kommen viele Leute und holen diesen. Ja, und wie soll ich sagen, unser Konditor ist jeden Tag da, produziert jeden Tag frisch. Und ja, das zeichnet unseren Betrieb wahrscheinlich aus. Ihr legt aber bei der Produktion eurer Produkte viel Wert auf natürliche Lebensmittel. Natürlich, also beim Brot. Das Brot wird aus natürlichem Sauerteig erzeugt. Der wird jeden Tag am Abend angesetzt. Und das ist schon eine Aufgabe, weil das ist so wie beim Bauern, der was jeden Tag die Milch melken muss am Abend. So muss bei uns jeden Tag der Sauerteig am Abend angesetzt werden. Und das muss halt immer geschehen und das ist schon sehr zeitaufwendig. Aber für die Kunden, das gibt es halt selten irgendwo, dass noch ein natürlicher Sauerteigsbrot noch irgendwo angeboten wird. Wir durften ja schon einen Blick in Ihre Backstube werfen und man hat gesehen, Weihnachten hat in der Bäckerei schon begonnen. Ja, die Kekse, die sind jetzt nur ein kleiner Teil, was Sie gefilmt haben. Es sind verschiedene Sorten. Unser Konditor macht bis zu 10 Sorten. Ist ein Hausrezept von unserer Mutter. Schmeckt auch an jedes anders, das Keks, weil oft wo schmecken alle gleich, sind alle oft eine Sorte schmeckt, also 10 Sorten schmecken gleich als wie eine, aber es wird alles eigentlich immer frisch und natürlich gemacht. Und ja, und man kann sie bestellen jetzt da. Also, und es gibt auch neue heuer glutenfreie Kekse. So, meine liebe Kundschaft, jetzt haben wir genug gesprochen, aber überzeugt euch selbst von unserer Qualität und es würde mich freuen, wenn ich euch einmal begrüßen dürfte in unserem Kaffeehaus. Ich danke schon. Freundliche Bedienung und die große Auswahl machen die Bäckerei Wildbacher zu einem beliebten Treffpunkt in Fohnsdorf. Happy Birthday, 10 Jahre Remax Live. Remax, das Immobiliennetzwerk, ist in Österreich und weltweit die Nummer 1. Seit 10 Jahren gibt es Remax nun auch in Knittelfeld. Getreu dem Motto, mehr Service, mehr Kompetenz, mehr Vertrauen, mehr Mensch, sind Ernst Meyer und sein Team der ideale Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Immobilie. Gemeinsam mit Partnern und Freunden wurde das 10-jährige Firmenjubiläum nun natürlich auch gebührend gefeiert. 10 Jahre Remax in Knittelfeld. 10 Jahre voller Vertrauen und Kontinuität in Sachen Immobilien. Ernst Meyer und sein Team haben anlässlich des runden Geburtstags zu einer Jubiläumsveranstaltung geladen. Gekommen waren Geschäftspartner, Maklerkollegen und Freunde des Hauses. Ja, von mir ist es so, dass ich Remax schon lange begleiten darf. Ich wünsche Ernst Meyer und seinem Team, die ich ja zum Teil auch kenne und auch schon beruflich mit ihnen zu tun gehabt haben, alles Gute, viel Erfolg für die Zukunft und dass sie so weitermachen wie jetzt, eine seriöse, korrekte Beratung. Richtschnur der letzten 10 Jahre war und ist für Remax Live die konsequente Kundenorientierung, das schnelle Reagieren auf sich verändernde Anforderungen
und das Ziel, mit Qualifikationen und Weiterbildung zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ja, weiterhin so viel Erfolg. Wir arbeiten ja viel zusammen mit Remax. Als Vertragserrichter und Notar sind wir ständig in Kontakt und errichten, wenn die Verträge vermittelt wurden, die Verträge, dass das Ganze im Grundbuch durchgeführt werden kann, und haben nur die besten Erfahrungen mit Remax, Ernst Mayer und dem ganzen Team, Hans Buster und Herrn Glatz. Remax ist eine der erfolgreichsten Marken in der Immobilienbranche. Die Erfolgsgeheimnisse sind sehr, sehr vielfältig. Auf der einen Seite natürlich die starke Marke. Remax ist die bekannteste Immobilienmarke in Österreich. Auf der anderen Seite das Thema Ausbildung. Remax betreibt seit mehr als 10 Jahren eine eigene Akademie. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema Digitalisierung. In diesem Bereich sind wir seit mehreren Jahren Vorreiter in Österreich in der Immobilienbranche. Hier wird sich in den nächsten Jahren noch vieles, vieles verändern. Und ich würde sagen, diese 3 Punkte gemeinsam mit dem Netzwerk, über das Remax verfügt, das sind die Haupterfolgsfaktoren der Remax-Organisation. Wir feiern heute 10 Jahre Remax Murtal live. Was wünschen Sie Ernst Mayer und seinem Team für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit weiterhin so problemlos und toll funktioniert wie in den vergangenen Jahren. Ich wünsche ihm natürlich viel, viel Erfolg in der Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, dass er das gemeinsam mit seinem tollen Team auch schaffen wird. In den letzten 10 Jahren sind wir sehr stolz auf eine positive Entwicklung. Der Immobilienmarkt ist ein sehr interessanter Markt, aber das Wichtigste ist heute, dass wir mit vielen Freunden, Geschäftspartnern, Kollegen feiern können. Das ist einmal das Um und Auf. Wir arbeiten für Menschen. Wir arbeiten mit Menschen und darum wollen wir auch mit Menschen feiern. Und darum geht es heute, und das steht im Mittelpunkt, und nicht Zahlen und nicht Erfolge, sondern einfach einmal Danke sagen an alle, die uns unterstützt und geholfen haben. Ein Geburtstagskind hat ja stets einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Weiterhin ein gutes Geschäft. Viele Freunde und viele tolle Geschäftspartner wie bisher, die uns helfen bei unseren Anliegen, bei unseren Problemen, für unsere Fragen offen sind und uns auf unseren Weg vielleicht auch nur begleiten und somit uns positiv in die Zukunft begleiten. In gemütlicher Atmosphäre feierte man einen geselligen Abend. Auch für das kulinarische Wohl war bestens gesorgt. Von Anfang mit dabei ist Ute Magnes. Also ich muss sagen, es ist für mich wirklich sehr spannend. Es hat sich damals zufällig ergeben vor 10 Jahren. Meine Tochter war erst 1,5. Zuerst habe ich gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht. Aber ich habe es keinen Tag bereit, muss ich wirklich sagen. Was zeichnet euch aus gegenüber anderen Immobilienmaklern? Ja gut, wir haben ein riesiges Netzwerk im Hintergrund. Wir haben ständig Weiterbildungen. Das ist natürlich dann unsere Philosophie sowieso. Mehr Mensch, mehr Service, mehr Kompetenz. Und ich glaube, das ist die größte Auszeichnung. Ernst Mayer und seine Mitarbeiter Kurt Glatz, Johann Puster, Corinna Feitschneger und Ute Magnes möchten den Erfolgsweg der letzten 10 Jahre auch in Zukunft fortsetzen. Zu Gast bei ATV Hans Tafner, Autor und Schauspieler. In einer kleinen steirischen Bezirksstadt ereignet sich in den Jahren von 1975 bis 2000 beinahe jährlich ein Tötungsdelikt. Doch ein Verbrechen bleibt ungeklärt. Die Handlung von Rothfeld spielt zwar in einer fiktiven Umgebung, beruht allerdings auf historisch-kriminalistischen Tatsachen. Wir haben den Autor von Rothfeld, Hans Tafner, zu uns ins Studio geladen, um mit ihm über sein Buch und seine Leidenschaft zur Schauspielerei zu sprechen. Herr Tafner, Sie haben heuer Ihr Buch Rothfeld veröffentlicht, ein Krimi, der den Ausgangspunkt in unserer Region hat. Ja, der Krimi heißt Rothfeld, ist ein fiktiver Roman. Und in diesem Roman wird eine Bezirksstadt geschildert aus der Steiermark, in der sich ziemlich viele Tötungsdelikte ereignet haben. Warum Rothfeld? Rothfeld wird zu Beginn des Romans erklärt, beginnt mit einer von mir erfundenen Sage. Da geht es um
das Opfern von Leuten, die dann geopfert werden auf einem Feld und es ist dann voll Blut und daraus der Name Rotfeld. Sie haben schon gesagt, relativ viele Tötungsdelikte. Man hat auch immer gesagt, die Region, das Chicago, das kleine Chicago. Warum hat es damals so viel Gewalt gegeben und hat sich das Image gewandelt in der Zwischenzeit? Es hat aufgrund meiner Recherchen in der Zeit von 1975 bis 2000 meines Wissens auch 21 Tötungsdelikte gegeben. Und von 2000 weg bis heute hat es kein Tötungsdelikt mehr gegeben. Das ist sehr interessant und ich habe mir da Gedanken gemacht drüber und vermute, dass mehrere Punkte da zusammengespielt haben könnten. Zum einen hat es in Knittelfeld immer so Brennpunkte gegeben, so Ghettos gegeben, wo man sozial Schwache zusammen gesteckt hat, wenn man so sagt. Und deren Brennpunkte hat es 3 gegeben und die sind so sukzessive abgeschafft worden. Und der letzte ist so Anfang 2002 verschwunden. Das wäre ein Punkt, glaube ich, der da mitgewirkt hat. Der andere Punkt war, ist ein Generationsproblem gewesen. Es hat sehr viele Kinder gegeben in diesen Ghettos, in diesen Brennpunkten. Und die haben sie reduziert, es haben sie sehr viele zu Tode getrunken, es sind Unfälle passiert und die haben sie dann reduziert. Und zum Dritten glaube ich auch, dass das Sozialsystem ein anderes worden ist. Und die 3 Punkte zusammen vermute ich, dass es so weit gekommen ist, dass es diese Auseinandersetzungen in diesen Gruppen von Leuten nicht mehr gegeben hat. Sie waren ja Kriminalbeamter. Wie haben Sie diese Fälle, diese Tötungsdelikte damals, die zu Ihrer Zeit damals erlebt? Ja, ich war fast zur gleichen Zeit bei der Gendarmerie zuerst, dann bei der Kriminalabteilung. Ich habe sie aus verschiedenen Punkten erleben können. Zum einen aus dem privaten Umfeld, weil ich ja wohnhaft bin in dieser Umgebung, aufgewachsen bin. Zum anderen aus Medien und natürlich auch aus der Gendarmerie selbst, in der ich tätig war, wo ich auch zum Beispiel, glaube ich, an 3 oder 4 solchen Fällen persönlich mitgearbeitet habe. Als Kriminalbeamter, Sie haben jetzt Bücher geschrieben, hat man da eine ganz andere Sichtweise, einen anderen Zugang zum Schreiben? Ich habe deswegen mit dem Schreiben begonnen, weil mich das Schreiben an sich fasziniert hat. Schon als Jugendlicher habe ich noch keine Idee gehabt, zur Gendarmerie zu gehen. Und ich habe das Schreiben immer mehr betrieben, forciert. Und letztlich bin ich dann draufgekommen, dass man vielleicht am besten darüber schreiben kann, wo man sich auskennt. Und wenn man 40 Jahre bei der Exekutive ist, dann glaube ich, dass man da ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf so Geschehen hat, als jemand, der nicht dieser Berufsgruppe angehört. Sind eigentlich weitere Bücher in Planung? Ja, es ist eins bereits fertig mit dem Titel Feuerlos. Ich war davon Verleger. Sie schreiben, aber Sie sind ja auch Schauspieler. Man kann Sie ja auch bei der TU Studienbühne in Oberzeiring bewundern. Was sind eigentlich die nächsten Theateraufführungen, wo man Sie sehen kann? Im Theater verläuft das Theaterjahr immer von Sommer bis Sommer. Das ist jetzt abgespielt worden, das letzte Theaterjahr. Und das neue beginnt jetzt im Herbst. Das beginnt mit Hundswetter, da bin ich nicht dabei. Als nächstes Stück wird ein Märchen sein von der Frau Holle mit dem Titel Mariechen und Marie. Das habe ich dürfen dramatisieren. Ich habe 4 Kinderlieder komponiert, die werden wir dann in das Stück einbetten. Ich darf das selber singen mit Gitarre, so wie es ausschaut. Die Inszenierung wird erst passieren. Was genau da dann herauskommt, werden wir sehen. Das ist die eine Produktion, an der ich mitwirke, und die andere ist der Fall Jägerstätter, an dem wir teilnehmen. Und das wäre es dann für heuer. Noch einmal zurück zu Ihrem Buch Rotfeld. Wo gibt es das? Wo kann man das erwerben? Ja, das kann man bei mir erwerben und natürlich auch in allen Buchhandlungen und bei Amazon. Herr Dafner, dann bedanke ich mich für das äußerst interessante Gespräch und alles Gute weiterhin. Danke. Danke für die Einladung. Wiederschauen. Jubiläumsveranstaltung, 70 Jahre Radclub Knittelfeld.
Der Radclub Knittelfeld feiert 70 Jahre Radsportgeschichte. 1947 wurde der Verein erstmals unter dem Namen Rad- und Kraftfahrverein Edelraute erwähnt. Der Radclub Knittelfeld ist nicht nur für seine besonderen sportlichen Leistungen bekannt, sondern wurde bereits mehrfach für Projekte im Bereich des Gesundheits-, Schul- und Nachwuchsspitzensports ausgezeichnet. Auch das Team von ATV Eichfeld gratuliert zu diesem Jubiläum natürlich ganz herzlich. Ein Radclub schreibt Geschichte. Was einst ganz klein und bescheiden begann, wurde vergangenes Wochenende ganz groß und gebührend gefeiert. Der Arbö Askö Rapso Radclub Knittelfeld feierte sein 70-jähriges Bestehen. Zahlreich geladene Gäste folgten der Einladung des Vereinsvorstandes unter Obmann Karl Sterber ins Knittelfelder Kulturhaus. Es war im Jahr 1947, als der Rad- und Kraftfahrverein Edelraute in der Nachkriegszeit gegründet wurde. Damals aus Mangel an Material, so sagen es Erzählungen, hat sich ein kleiner Kreis an Sportbegeisterten zusammengeschlossen, um gemeinsam auf zwei Rädern etwas zu bewegen. Eine Ära begann. Nach anfänglichen Sternfahrten wurde der Straßensport zum primären Vereinsziel. Die Jahre zogen ins Land, Sponsoren konnten gefunden werden und Legenden wie Rudi Mitteregger wurden Vereinsmitglieder. Ich glaube auf alle Fälle mal, mein Beginn als Radlrennfahrer war natürlich schon ein bisschen kurios, weil ich bin da hingegangen zum damaligen Obmann und habe gefragt, ich möchte im 14. bei den Kriterien mitfahren. Hat er gesagt, na weißt du, Burschel, so gut geht das nicht. Du brauchst erst eine Lizenz, dann brauchst du eine ärztliche Bestätigung und überhaupt. Gehst nochmal heim ein Jahr und das Knäll lesen, weil du bist klar. Und ein Jahr darauf bin ich wiedergekommen und so habe ich angefangen. Und das hat eigentlich schon ausschlaggebend war das für mich, dass man nicht aufgeben darf, dass man praktisch wiederkommt. Der andere sagt, der pfeift drauf aufs Radlfahren, der hat mich nicht wollen. Nicht? Aber ich war hartnäckig, bin wiedergekommen und so ist es, dass mir einiges war. In den 90er Jahren übernahm der Askö Arbö Knittelfeld das Ruder. Ja, der RC Rapso Knittelfeld ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Verein. Wir haben viele erfolgreiche Vereine, aber der RC Rapso ist einer der erfolgreichsten, ist die Talenteschmiede im Radsport von ganz Österreich, wie wir heute schon gehört haben. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir den RC Rapso bei uns haben. Ein 70-Jahr-Jubiläum ist natürlich was ganz Besonderes für uns. Wir freuen uns, dass wir das heute feiern können. Ja, es ist heute etwas Besonderes. 70 Jahre Radclub Knittelfeld, das ist schon eine Sportgeschichte, das haben wir heute schon gehört. Was mir als Sportlandesrat ganz besonders freut, ist, dass der Verein auch ein Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit legt. Das ist etwas ganz Wichtiges für mich. Natürlich, die Finanzen spielen bei jedem Verein eine große Rolle, aber der Verein wird ja entsprechend auch gefördert, sei es vom Land Steiermark, sei es von der Stadt Knittelfeld, sei es vom Radsportverein. Also insgesamt wird der Verein ordentlich gefördert, aber das wäre alles nicht möglich, hätte man nicht die vielen freiwilligen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Das ist bei allen anderen Sportarten auch so, das zeichnet die Steiermark aus, das Vereinsleben in der Steiermark, den Sport in der Steiermark, dass wir einfach so viele Freiwillige haben, die jeden Tag im Dienste des Sports im Einsatz sind. Was wünschen Sie dem Radclub für die nächsten 70 Jahre? Na, ich wünsche natürlich, dass vor allem der sportliche Erfolg, das ist immer das Um und Auf in einem Verein, dass der eintritt. Wünsche, dass also die Funktionärinnen und Funktionäre weiterhin so zu diesem Radclub stehen und dass vor allem die Jugendarbeit in diesem Sinne auch wieder weitergeführt wird. Kann man nur gratulieren zu 70 Jahre Radclub Knittelfeld. Herr Obmann Sterber, ein Radclub schreibt Geschichte. Und Sie haben einen Teil dieser Geschichte als Obmann mitgeprägt. Worauf sind Sie besonders stolz? Ja, ich glaube, das erste ist einmal die Jugendarbeit und mit der Jugendarbeit verbunden die Erfolge. Und natürlich auch Funktionäre. Wir sind Dienst der Jugendstellen, die Tag für Tag, Monat für Monat unentgeltlich für das Arbeiten und dass wir wirklich der Jugend alles zur Verfügung stellen können. Radsport ist ein Breiten- und Gesundheitssport. Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden, sondern fördert auch die Gemeinschaft. Der Radclub Knittelfeld ist ein ganz besonderer ASKÖ-Verein. In diesem Verein wird wirklich Leistungssport mit breitem Gesundheitssport verbunden und beides wird gelebt und das finde ich also eine ganz tolle Entwicklung.
Was wäre ein rundes Jubiläum ohne Geschenke? Christian Pfannberger, selbst ehemaliger Radrennfahrer beim Radclub Knittelfeld, stellte sich mit einem Rennrad als Geschenk ein. Er selbst hat es seinerzeit genossen, unterstützt zu werden. Und dies möchte er auf diesem Weg zurückgeben. Ein Rennrad, das jungen Nachwuchstalenten leihweise zur Verfügung gestellt werden kann. Voll Stolz ließ man an diesem Abend die Vergangenheit Revue passieren, würdigte die Leistungen der Gegenwart und schaute zuversichtlich in die Zukunft. Naja, ich suche mal junge Funktionäre, wären natürlich ein Traum und gleichzeitig Jugend. Das ist leider so, dass man die Jugend nicht mehr auf der Straße abholen kann, sondern man muss sie suchen mit der Lupe. Und es ist immer schwieriger. Wir haben ein großes Potenzial. Wir sind einer der größten Clubs von Österreich in der Nachwuchsarbeit. Aber es werden noch einige sehr herzlich willkommen, oder jeder willkommen, der Radsport betreiben möchte. Musikalisch umrahmt wurde diese Festveranstaltung von einer Bläsergruppe und bei einem gemütlichen Ausklang wurden bestimmt noch das eine oder andere Schmankerl erzählt. Die diesjährige Ainoa findet vom 10. bis 12. November statt. Auch heuer werden im Rahmen der Herbst-Winter-Ainoa wieder Schwerpunkte gesetzt. Neben dem Künstler- und Adventmarkt gibt es wieder den traditionellen Branchenmix. Neben Wellness, Wohnideen und Geschenksartikeln gibt es ein tolles Rahmenprogramm. Die große Modenschau mit den neuesten Trends wird wieder ein Anziehungspunkt sein. Und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. Im betreuten Kindererlebnisbereich wird die Wartezeit aufs Christkind verkürzt. IBO-Symposium, Anreize zur Heizungssanierung. Soll Österreich im Klimaschutz strenger sein, als die EU vorgibt? Und soll die Politik den Menschen vorschreiben, was und wie sie heizen? Darüber debattierten Franz Fischler, Rudolf Hunsdorfer, Paul Rübig, Michael Losch und Ernst Moritz Bellingen beim Symposium des IWO Österreich in Wien. Soll die Politik den Menschen vorschreiben, wie sie heizen? Und soll Österreich beim Klimaschutz strenger sein, als die EU vorgibt? Welche Folgen hätte es für Umwelt und Verbraucher, wenn der Tausch alter Ölkessel nicht mehr erlaubt wäre? Diese Fragen diskutierte eine hochkarätige politische Runde beim diesjährigen IWO-Symposium am 19. Oktober in der Wiener Innenstadt. Und wenn man zum Beispiel die Gebäudepolitik anschaut in den europäischen Mitgliedstaaten, dann weiß man, in den Gebäuden wird 40% der Energie verbraucht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sagt, welchen Impact hat eine Entscheidung Energieeffizienz in Gebäuden? So der EU-Abgeordnete Paul Rübig, der die Sanierung alter Heizungen auch als Chance für die heimische Wirtschaft sieht. Für den ehemaligen Minister und EU-Kommissar Franz Fischler geht es jetzt darum, die Weichen für Österreichs Energie- und Klimapolitik zu stellen. Ist unsere Strategie primär, dass wir darauf aus sind, die Chancen, insbesondere die wirtschaftlichen Chancen, die in einer künftigen Klimastrategie stecken, zu nützen? Oder wollen wir eher dazu tendieren, dass wir sagen, wir lassen die anderen vorangehen und schauen uns an, was passiert, und dann überlegen wir uns, in welchem Ausmaß und mit welcher Geschwindigkeit wir folgen wollen? Ernst Moritz Bellingen, Direktor des Europäischen Interessensverbands Eurofuel, sagt, es gehe darum, Öl weiterzudenken. Es werde bereits an flüssigen, CO2-armen Brennstoffen geforscht, die früher oder später Heizöl ersetzen sollen. Die Thematik der Veranstaltung sorgte für ausgiebig Gesprächsstoff unter den rund 130 anwesenden Gästen aus der Energiebranche. Für viel Diskussionsstoff am Podium sorgte die Frage, welche Sektoren zum Klimaschutz maßgeblich beitragen müssen. Es müssen alle Beteiligten den Preis für die Energiewende bezahlen, denn es kann nicht ein Sektor alleine bezahlen, es kann nicht der Konsument alleine bezahlen, es kann nicht die Industrie alleine bezahlen, es können nicht die Hersteller von Energiesystemen alleine sein, es müssen alle Betroffenen sind hier gefragt. Die Vertreter der Mineralölwirtschaft argumentieren, mit den Förderungen für den Umstieg auf effiziente Ölbrennwertgeräte leiste die Branche einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.
Immerhin wurden seit 2009 fast 50.000 alte Ölheizungen erneuert. Dass Flüssigbrennstoffe auch in Zukunft noch eine Rolle spielen, ist man beim IWO überzeugt. Die Zukunft im Raumwärmemarkt in Österreich sieht so aus, dass wir eigentlich zwei Säulen brauchen. Das ist einerseits Energieträgermix. Jeder Energieträger ist notwendig, um den Bedarf zu decken. Und andererseits in der Energieeffizienz. Das heißt, möglichst viele alte Kessel sollen erneuert werden. Finale der Jubiläumsausstellung 400 Jahre Schwarzenberg in Murau. Kürzlich gab es das große Finale der Jubiläumsausstellung 400 Jahre Schwarzenberg in Murau. Man blickte zurück auf 4 Monate erfolgreichen Ausstellungsbetrieb und gleichzeitig nach vorne ins Jahr 2019, wo es mit der Biennale Bier und Kultur eine nicht minder erfolgreiche Fortsetzung geben soll. Samstag, den 14. Oktober, gab es das Finale der Jubiläumsausstellung 400 Jahre Schwarzenberg in Murau. Die WM-Halle hatte sich dazu in ein Klassenzimmer verwandelt, in denen man im Geschichtsunterricht die Ausstellung Revue passieren ließ und in einer weiteren Stunde in die Zukunft der Murau Biennale Bierkultur 2019 blickte. Dazwischen in der sogenannten Schulpause gab es eine Schwarzenberg-Leberknödelsuppe. Ich kann ein sehr gutes und sehr positives Resümee ziehen über die letzten 4 Monate, als diese Ausstellung hier in Murau gelaufen ist. Wir konnten in allen Bereichen, die wir uns vorgenommen haben, punkten. Das heißt, von der historischen Seite her ist es, glaube ich, durchaus so, dass man sagen kann, die Menschen haben diesen Mehrwert an Informationen erhalten, den sie sich wahrscheinlich auch erwartet haben. Von der wirtschaftlichen Seite her kann man auch feststellen, dass sich dieser Mehrwert gezeigt hat. Wir haben also deutlich gestiegene Nächtigungen, wir haben Konsumation im gesamten Stadtbereich. Es wird von jedem, der hier wohnt und sich aufhält, bestätigt, dass so viele Menschen in Murau waren wie schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Und wir sind auch bestätigt worden in unserer Überzeugung, diese Ausstellung in biennalen Veranstaltungen weiterzuführen. Das ist für mich ganz besonders wichtig, nämlich auch im Zusammenhang mit den Daten und Fakten, die sich aus den letzten 4 Monaten ergeben, weil das natürlich von der politischen Seite her ganz wesentliches Argument und eine Argumentationshilfe ist. Schlussendlich geht es auch bei den Folgeveranstaltungen um Finanzierungen, die über die Gemeinde sichergestellt werden müssen. Und daher bin ich wirklich sehr froh und mittlerweile auch sehr entspannt, dass dieser Sommer so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, nämlich ausgesprochen positiv. Mir persönlich hat sehr gut gefallen die Zusammenarbeit in Murau grundsätzlich mit den vielen Betrieben, mit der Gastronomie, auch mit Murau aktiv. Das, was aber besondere Freude macht jetzt im Nachspann, ist natürlich unser sehr, sehr opulenter Pressespiegel, den wir haben. Also ich darf es nur erwähnen, weil ich gerade mit dem Karl Schmidhofer geredet habe wegen der Weltmeisterschaften am Kreisberg im Vergleich. Karl Schmidhofer hat gemeint, dass unser Pressespiegel etwas dicker ist und das freut mich natürlich besonders. Das ist das eine. Das zweite ist, diese Ausstellung hat ganz offensichtlich auch einen wirtschaftlichen Effekt für Murau erzielt und das war auch die Intention des Bürgermeisters, der Politiker hier in der Stadt. Der positive Effekt lässt sich auch an einigen Zahlen ablesen. Es gab im Ausstellungszeitraum in der Stadt Murau eine 20-prozentige Erhöhung der Nächtigungszahlen. Es gab im Schloss Murau eine 110-prozentige Erhöhung an Führungen, also von 1.500 auf über 3.000. Wir haben in der Stadt selber etwa 1.000 Führungen gemacht, nicht wir, die Holzweltbotschafterinnen. Und schließlich sind etwa 30.000 Personen in Murau gewesen, um sich diese Ausstellung anzuschauen. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch den Eindruck, dass vergleiche ich die Anfangsstimmung, also die Stimmung, die war, wo die Schwarzenberg-Ausstellung begonnen hat und die Stimmung, wie sie sich entwickelt hat über diese 4 Monate, habe ich den Eindruck, dass in Murau eigentlich sich die Stimmung verbessert hat. Ganz besonders hat mir gefallen, dass wir, ich nenne es immer so, wie ein Fenster hatten. Die Menschen sind zu uns gekommen und wir durften ihnen zeigen, was wir haben. Aber wir haben auch von ihnen gesehen, was die an uns so sehr schätzen. Und gleichzeitig, Sie wissen ja, wenn ein Fenster geschlossen ist, sieht man sich manchmal auch selber. Und das war das Schöne zu sehen, wie viele Stärken es bei uns gibt, nicht nur von den anderen zu hören und daraus wieder neue Stärken zu entwickeln. Das ist diesmal passiert und das ist das Schöne an der Biennale. Ich war begeistert von dieser Veranstaltungsserie, vor allem, dass wahnsinnig viele Murauer daran teilgenommen haben. Nachdem ja dieser Weg der Geschichte an unserem Haus vorbeigegangen ist, haben wir immer wieder bemerkt, wie viele Murauer
auch aus dem Bezirk natürlich, ihre Stadt neu entdecken, historisch entdecken. Das hat mich sehr fasziniert. Und natürlich auch diese Medienwirksamkeit, wo die Leute wirklich angereist sind, über Nacht geblieben sind und einfach die Schwarzenberg-Geschichte aufgearbeitet haben. Auch Fürstin Dr. Therese Schwarzenberg hat die Ausstellung gefallen. Ja, es war eine wunderbare Zeit. Und ich finde, die Gemeinde Mura hat diese ganzen Veranstaltungen unglaublich gut und bis ins Detail organisiert. Und ich glaube, alle Leute waren sehr zufrieden. Und die Besucherzahl, die nach Murau gekommen ist für diese ganzen Veranstaltungen, spricht ja ihre eigene Sprache. Von jetzt an gibt es Schwarzenbergwürstel, Brot und Törtchen, ja sogar Schneekugeln. Nein, ich habe mir einige dieser Souvenirs gekauft, die Schneekugel auf jeden Fall, die ich mehrfach gekauft habe, auch für die Verwandtschaft. Weihnachten ist ja schon nicht mehr allzu weit. Man schenkt sich ja meistens innerhalb der Familie nicht wirklich was Großes und Geldwertes, aber ein kleines Souvenir, zumal Teile meiner Familie nicht mehr vor Ort hier ihren Wohnsitz haben. Die habe ich natürlich erworben, den Ausstellungskatalog, auch das eine oder andere, was nicht so lange haltbar ist, nämlich die Würstel, die Lebkuchen etc. Ich esse ja auch sehr gerne. Sämtliche Exponate der Ausstellung können im Webshop erworben werden. Und auch weitere Merchandise-Artikel und Bücher sind in Murau bei Allerlei und in der Buchhandlung Hinterschweiger erhältlich. Im Jahr 2019 wird man dann die Kultur des Bieres ausleuchten bei der Murau Biennale Bierkultur. Spartage liegen voll im Trend und bleiben ein wichtiger Termin im Kalender jeder Familie. Für die kleinen Sparer heißt es endlich, ihre vollen Sparbüchsen abzugeben und ein schönes Geschenk mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und auch die Erwachsenen freuen sich über die hochwertigen regionalen Schmankerln, womit die Raiffeisenbank seit Jahren bei ihren Kundinnen und Kunden gut punktet. Ja, der Weltspartag hat ja eine sehr, sehr lange Tradition schon und es ist wirklich schön zu sehen, dass diese Tradition auch weiterhin so angenommen wird. Gell? Also wir können uns wirklich über eine sehr, sehr große Besucherzahl freuen. Unsere Kunden nehmen unsere regionalen Produkte von unseren heimischen Bauern sehr, sehr gerne an. Es gibt ja Brot von Bauern, Würsteln, Honig und dergleichen. Ja, wir sind ja nicht umsonst die Bank in der Region für die Region. Wir bieten immerhin 37 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz hier in unserem Tätigkeitsgebiet. Allein hier am Standort in Mura sind 27 Mitarbeiter beschäftigt. Und was uns besonders freut, in diesem Jahr konnten wir bereits 4 junge Mitarbeiter neu aufnehmen. Also 4 junge Menschen, die somit einen attraktiven Arbeitsplatz hier in der Region bekommen haben, hier in der Region voraussichtlich bleiben werden und auch hier die Wertschöpfung in der Region belassen. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben auch nach wie vor unsere Marktfolgeabteilungen, Buchhaltung, Kreditabteilung und dergleichen alles hier vor Ort. Nicht so wie andere, die diese Abteilungen in die Zentren nach Graz und so weiter verlegt haben. Das ist uns sehr, sehr wichtig und daran arbeiten wir auch in Zukunft. Du, Philipp, hast du ganz brav gespart? Ja. Mama, haben wir viel gespart? Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Sparbüchse so voll geworden ist? Die Mama und der Papa. Meine Oma und mein Opa. Du, wenn du mal ganz viel gespart hast, was möchtest du dann mal kaufen? Ein Mähdrescher. Wirklich? Ja. Zum Spielen oder einen großen? Zum Spielen. Ein Ferrari. So bescheiden? Ja. Du musst aber noch viel sparen. Ja, ziemlich viel. Ein Motor groß. Ein Motor groß? Weiß ich noch nicht. Was würdest du gerne mit heimnehmen heute? Spielzeug. Was hast du heute Schönes gekriegt? Ein Polster. Mein Spielzeug und was los? Bereits im Juli avancierte Magister René Birker zum neuen Geschäftsleiter und führt nun zusammen mit Vorstand Heinz Schenk die Geschäfte der Raiffeisenbank Murau. Ja, ich bin seit 2001 in der Raiffeisenbank Murau, habe begonnen in St. Lambrecht, dort am Schalter.
habe dann berufsbegleitend studiert und bin dann seit es unseren wunderschönen Neubau gibt hier in Mura, tätig. War dort vor allem Risikomanagement und auch im betriebswirtschaftlichen Controlling tätig. Und jetzt seit 1. Juli 2017 darf ich eben die neue Funktion als Vorstand der Raiffeisenbank Mura bekleiden. Bin da jetzt in Direktor Seidel quasi nachgefolgt. Direktor Seidel hat heute seinen letzten Arbeitstag bei uns offiziell in der Raiffeisenbank Mura. Und wie gesagt, ab 2. November dann sind quasi der Heinz und ich gemeinsam für die Geschäfte in der Raiffeisenbank Mura zuständig. Künftig den Kundenwünschen gerecht zu werden, sind Weiterbildung und Spezialisierungen unablässig. Ja, wir haben bereits letztes Jahr im Herbst gemeinsam mit dem Direktor Seidel begonnen, unsere Bank neu auszurichten, neu zu positionieren. Uns ist ja sehr wichtig, dass wir den Kunden im Mittelpunkt stellen. Also der Kunde ist für uns das Wichtigste in der Raiffeisenbank Mura. Und aufgrund dessen, dass es ja immer wieder neue gesetzliche Entwicklungen, Bestimmungen gibt, das uns eigentlich das Leben in der Bank nicht unbedingt leichter macht, haben wir gesagt, nein, wir müssen jetzt schauen, wenn wir hohe Beratungsqualität haben wollen bei uns in der Bank, dass wir uns mehr spezialisieren bei uns im Unternehmen. Und wir werden jetzt noch einmal verstärkt auf unsere Firmenbank in Bezug nehmen, die noch weiter ausbauen. Wir haben jetzt eine eigene Wohntraumbank mit dem Ingenieur Bache und mit dem Ingenieur Klauber, die sich speziell um die Wohnbauwünsche unserer Kunden kümmern. Und daneben natürlich die klassische Privatbank, wo wir auch hier Spezialisten haben, die sich um die Kunden kümmern werden. Ein großartiges Jubiläum feiert die Raiffeisenbank Murau im kommenden Jahr 2018. Im kommenden Jahr feiert die Raiffeisenbank Murau das 120-jährige Jubiläum. Dazu werden wir uns einiges einfallen lassen natürlich. Und so blicken wir sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft und danken unseren Kunden schon jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen. Dankeschön. Weltspartage in der Raiffeisenbank Murau. Die Bank in der Region für die Region. E-Werk Neumarkt, Ihr regionaler Partner in Sachen Strom. Immer gut informiert mit den obersteirischen Nachrichten. Einmal wöchentlich ON gelesen und fast dabei gewesen. Elektrohörl in Vohnsdorf ist Ihr Partner für alle Elektrogeräte. Redsack Hörl bietet stets die neueste und gleichzeitig auch preiswerte Technologie für Haushalt und Freizeit. Eine große Auswahl an den neuesten Kaffeemaschinenmodellen bis hin zu Küchengeräten. Von der Waschmaschine bis zum Kühlschrank findet man bei Redsack Hörl in Vohnsdorf alles, was das Herz begehrt. Bei Redsack Hörl in Vohnsdorf freut man sich schon auf Ihren Besuch. Die A1-Tankstelle in Judenburg ist die erste Adresse, wenn es um Ihr Auto geht. Beratung und Service stehen bei der A1-Tankstelle noch immer im Vordergrund. Und auch für Radler ist die Tankstelle eine Service-Anlaufstelle. Bei uns auf der A1-Tankstelle wird noch Wert gelegt, bei Ihrem Auto eine Handwäsche zu machen und auch eine Innenreinigung sowie eine Politur zu moderaten Preisen. Die Pflege Ihres Autos übernehmen Profis. Dort wird Ihr Fahrzeug nicht nur von außen gewissenhaft gewaschen, sondern man beschäftigt sich auch eingehend mit der Autopolitur, der Felgenpflege und der Innenreinigung. Vom Kofferraum bis zum Armaturenbrett. Während Ihr Auto gewaschen wird, können Sie sich gemütlich im hauseigenen Café entspannen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Seit 10 Jahren steht Dagmar Steinhofer mit ihrem Studio in Knittelfeld für Schönheit und Wellness. Ab sofort finden Sie Schönheit und Wellness in der Bahnstraße in Knittelfeld.
Sehr geschmackvoll eingerichtet bietet Dagmar Steinhofer dort ein großzügiges Schönheitsstudio mit Wohlfühlambiente. Individuelle Beratung, ein anspruchsvolles Angebot professioneller Behandlungsmethoden und eine entspannte Atmosphäre sind hier selbstverständlich. Neben dem bewährten Angebot für Maniküre gibt es hier auch Fußpflege und Kosmetikbehandlungen. Geboten wird unter anderem auch Aluma Facelifting ohne Skalpell. Es ist die erste erfolgreiche nicht-chirurgische Methode, den Falten bzw. dem erschlafften Gewebe erfolgreich entgegenzuwirken. Auch Männer nehmen das Angebot von Schönheit und Wellness gerne in Anspruch. Mit der neuesten Technologie aus der USA wird unerwünschten Haaren an Oberlippe, Kinn, Brust oder Rücken der Kampf angesagt. Dauerhafte Haarentfernung mittels Laser kann für alle Hauttypen und Haarfarben eingesetzt werden und die Behandlung ist für den Kunden weitgehend schmerzarm. In der DKS Kosmetikschule werden unter anderem Kosmetik- und Fußpflegeausbildungen, Nageldesign, Fachseminare und Coaching geboten. Neben Behandlungen und Beautyprodukten gibt es bei Dagmar Steinhofer aber auch nette Geschenksartikel, modische Accessoires und Modeschmuck auch zum Mitnehmen. Mit viel Begeisterung und Freude ist Dagmar Steinhofer für ihre Kundinnen und Kunden da. Schönheit und Wellness, ihr persönlicher Partner in Sachen Schönheit, Vitalität und Wohlbefinden. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unseres ATV Eichfeld Murtal Magazins für diese Woche angelangt. Aktuelle Beiträge gibt es auf unserer Homepage unter www.itv.at. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche.